Yo, servus Leute, was geht ab? Er zu dem Elfen ist am Start und ich darf euch ganz herzlich begrüßen hier auf dem German United Clan Kanal. Und ja, heute stelle ich mal den Rival Clan vor. Das ist der Clan, in dem ich zurzeit bin, und es freut mich wirklich, dass ich dazu ausgewählt wurde, dieses Commentary hier machen zu dürfen. Und heute werde ich einfach mal ein paar Fakten über den Rival Clan erzählen und ein paar Sachen, die euch vielleicht auch interessieren könnten, dass ihr eben mal rüberschaut. Und im Hintergrund habe ich dazu ein wirklich freshes Gameplay mitgenommen. Auf jeden Fall ist es ein 200 plus mit der MP7 auf der Map Standoff in Multiteam mit dem Orbitalsatelliten, den Hunden und dem Schwarm. Ja, mit was sollte man sonst ein 200 plus erspielen? Ist auf jeden Fall ein richtig krasses Gameplay von unserem BO2 Gameplay Puncher Rise. Ja, könnt ihr mal bei ihm vorbeischauen und vielleicht bei mir auch, aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Und ja, jetzt fange ich einfach mal mit ein paar Fakten an. Und zwar, der Rival Clan wurde am 24.04.2015 gegründet, ja, beziehungsweise dort wurde das erste Video hochgeladen und das hatte jetzt 700 Aufrufe. Und wir sind jetzt bei 607 Abonnenten ungefähr. Und es ist wirklich ein ziemlich krasses Verhältnis, wenn man bedenkt, dass wir auf unserem ersten Video 700 Aufrufe haben und jetzt insgesamt 600 Abonnenten. Ja. So schnell ist auf jeden Fall, glaube ich, noch kein Clan über die 500 Abonnenten gewachsen in so kurzer Zeit. Wie gesagt, wir wurden so für knapp 1,5 Monaten oder so gegründet. Und dann will ich noch dazu sagen, dass wir der Partnerclan von JTF sind. JTF ist auf jeden Fall ein richtig krasses italienisches Team, beziehungsweise ein richtig krasser italienischer Clan, der über sicke Gameplays raushaut. Ich glaube, man hat jetzt bei Ruin auch eine Quad Nuclear gesehen von JTF. Und es ist wirklich nice, was unsere Freunde da aus Italien machen. Und darüber wollen wir aber jetzt gar nicht so lange reden, sondern auch, was wir für einen Gameplay-Standard haben. Und unser Gameplay-Standard ist auf jeden Fall auch sehr, sehr hoch. Ja, wir hatten jetzt letzte Woche eine Triple-Woche und ich denke, die wenigsten Clans können von sich behaupten, sowas durchziehen zu können. Also jetzt in unserer Größe, weil die Triples muss man ja erstmal haben. Und wenn man die Triples nicht hat, kann man auch keine Triple-Woche machen. Und ich denke, die wenigsten Clans haben solche krassen Gameplay-Spieler wie wir. Natürlich Social, Ruin, VP, da sind alles genug Member drin, dass die eben auch so viele Triples erspielen, aber es gibt eben auch kleinere Clans, die jetzt nicht die überkrassen Gameplays haben. Ist jetzt nicht so schlimm, aber das ist, denke ich mal, auch der Grund, wieso wir in so kurzer Zeit so schnell gewachsen sind. Ja, und dann seht ihr noch auf unserem Kanal eben 74 Sekunden Mobs und Flawless 100er Gunstreaks, auch vom Riser spielt. Und wie gesagt, bei uns ist nicht nur Black Ops 2 geboten, wir haben auch Advanced Warfare, MW2, Black Ops 1 und, ja, das ist wirklich eine ziemlich große Auswahl, was ihr da sehen könnt. Also ihr werdet da nicht gelangweilt von immer demselben Spiel. Es gibt ja Clans, die sich jetzt auf ein Spiel spezialisiert haben. Nein, das sind wir nicht. Wir haben wirklich in jedem COD krasse Gameplayer-Spieler und die sind dann eben auch auf die einzelnen CODs spezialisiert. Und das finde ich wirklich eine klasse Leistung, dass wir dauerhaft solche Gameplays hochladen können. Und ja, das war es jetzt eigentlich von mir. Ich denke, eine Bewertung wäre nicht schlecht. Bei unserem Clan könnt ihr auf jeden Fall vorbeischauen, beim Rival Clan. Wir sind nämlich schon noch im Wachsen, beziehungsweise ist ja klar, wer ist nicht im Wachsen. Und schaut einfach mal bei ihm vorbei und dann noch beim Rise. Und ja, das war es jetzt eigentlich von mir. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.